Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen, meine Lieben. Und frohe Ostern. Heute ist Ostermontag. Ash ist noch da hinten, hört Musik. Er kriegt gar nichts mit, ne? Er bekommt gar nichts mit, dass ich jetzt hier aufnehme. Nein. Doch. Und der Akku blinkt. Und wir fahren jetzt zum Geburtstag, und zwar von Adrians Bruder. Der hat heute nämlich seinen Geburtstag. Der ist noch älter als er. Er ist 55 geworden heute. Und, Alter Sack. Hast du gehört? Das schneidest du mal raus, Schatz. Nein, das schneide ich nicht. So, und wir sind halt alle alt. Ab 50 ist man offiziell eigentlich Opa. Auf jeden Fall fahren wir jetzt einmal zum Brunch und zum Frühstück von 10 bis 13 Uhr. In Wulfshagen, da ist ein tolles Café, da waren wir letztes Jahr schon, aber die waren da woanders. Auf jeden Fall geht's jetzt hin. Die waren schon da und die waren woanders? Ja, das ist der gleiche Besitzer, der ist noch umgezogen. Die waren wir nicht da, die waren woanders. Am anderen Ort. So, Max möchte jetzt gerne eine Insta-Story machen. Leute, ich habe ein neues Video hochgeladen, einfach hochwischen und anschauen. Das ist ein Prank an meine Eltern. Hä? Die sind gerade hier. Ach so, mit der... Meinem Haar. Ich weiß, mit dem also Haar. Stimmt, das haben die gemacht mit Artus und Ash. Und Chrissy war mit dabei. Chrissy war auch mit dabei, stimmt. Und hier geht's einmal nach rechts. Oh Gott, in 10 Minuten müssen wir da sein. Schaffen wir das? Max? Ja? Kannst du mir mal sagen, wo ich hin muss? Ja. Geraus. Okay. Sag mal, wie lange bauen die hier schon? Wie lange bauen die hier schon? Ich hab's gehört. Keine Insider. Nordostseekanal. Ja, und kein einziges Schiff. So, ich habe Adrians Schwester und die andere Schwiegerin von seinem Bruder, die Frau. Ein schönes Bild von Max und von Ash. Ist auch ein schönes Bild von mir dabei. Eine coole Bravo. Da ist nämlich Max drin. Als sie rauskamen, habe ich irgendwie drei, vier Stück gekauft. Und Adrians Schwester würde ganz gerne eine Ausgabe haben, und die nehme ich jetzt für sie mit. Da haben wir ihn ja, den Max. Wir sind schon gleich da. Nach links. Ja, links. Nein. Nee, geradeaus. Guck mal, wo es Hagen ist, geradeaus. Ich glaube, ich weiß. Nee, wo weiß doch nicht, wo. So ein schönes Reetdachhaus. Ich möchte so eins haben. Meins. Ich möchte die so gerne haben. Super, wie schön. Aber die sind bestimmt eisig kalt. Aber ich liebe diese Häuser. Da liegt auch Schnee drauf, die müssen kalt sein. Ja. Oh, wie schön. Guck mal. Das ist ein cooles Gut hier, ne? Ja, finde ich auch. Gut Wulfshagen. Hier möchte ich gerne wohnen. Schnucki, komm hier jetzt. Hier, Café zu früh, alte Schmiede. Hier, wo das hin? Tada, ein Jogger kommt. Und ein Bobbycar. Und so viele Bäume um uns herum. Hexenwald. Hexenwald. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier falsch sind. Na toll. Max aber hat gesagt, vorhin da war irgendwie das Haus, aber da war gar keins. Nein, wir hatten noch Autos gesehen von den anderen. Und Wulfshagen kommt doch erst. Oder heißt der Ort Wulfshagen 2 vielleicht? Meine die Hagen, Straße. Hagen ist doch auch ein alter Begriff für Wald. Also ist das hier vielleicht der Wald, also Wulf, Wolf, mein Gott, das ist Wolf, Wald. Dann ist auch noch der Tank. Leer. Ja. Fast leer. Fast, und wir eiern hier durch die Wildnis und wissen nicht wohin. Scheiße. Hier ist ein Wegweiser. Heißt hier irgendwas Wulfshagen? So, und jetzt wissen wir überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Nein. Erstmal, zum Glück gibt es ja Handys. Oh, ich habe ja keins, ne? Ich wäre hier gnadenlos verloren. Wen rufst du jetzt an? Deine Schwester. Frag mal, wo wir hin müssen. Kein Plan hier. Wo sollen wir hin? Schalt mal das Auto aus. Wir brauchen nicht Benzin. Tja, da geht schon mal keiner ran. Und der nächste. Und wir versuchen jetzt mal irgendwie rauszufinden, wo wir hin müssen. Mach das Auto mal an. Mach das Auto mal aus. Und dann ist auch noch der Tank leer. Ich halte es nicht aus hier. Und der Akku ist auch leer. Alles leer hier. Zweiter Versuch. Brüderchen. Ja. So, wir haben per Handy überhaupt keinen erreicht. Jetzt sind wir hier mitten auf dem Land, im Wald, und haben hier so ein kleines Haus gefunden. Marie ist jetzt mal ausgestiegen und fragt mal, wie wir fahren müssen, wo wir hin müssen. Tolles Haus hier mitten im Wald, ne? Auf jeden Fall. Hexenhaus. Ne, wenn wir uns laufen sollten, ich habe noch ein paar Ostereier dabei. Also wir verhungern dann nicht. Hab ich mir extra reingesteckt. Wenn wir da ankommen, dann ist schon alles weggegessen, glaube ich. Ist auch gut für die schlanke Linie. Und Mama kommt zurück. Wie sieht sie aus? Weiß sie, wo wir hin müssen? Und? Also, wir müssen wieder zurück, da wo wir hergekommen sind. Ja. Und dann die Straße einfach, die macht irgendwann mal eine Biegung nach rechts, und wir müssen aber nach links. Und dann geht es ein Stückchen durch den Wald. Und dann ist auf der rechten Seite irgendwo ein Café. Okay. Was für ein aufregender frühen Morgen. Ja, an einem Feiertag. Ah, Kutsche! Schnucki, wir kommen mal gar nicht vorbei an diesen Pferden hier, oder? Schnucki, vorsichtig vielleicht. Aber sag mal danke. Ja. Danke. Oh Gott, sind wir gleich da? Eigentlich bin ich mit der Kutsche gesehen. Nee. Papa hatte gerade eine Idee.
Der ist ein bisschen gepestet, ne? Wenn ich 50 werde, dann feiere ich meinen Geburtstag auch. Und das wird das hinterletzte Dreckloch irgendwo am Arsch der Welt werden. Und dann müssen die das alle suchen. Machen wir so eine Schnitzeljagd. Und an den Bäumen ist. Waren wir nicht hier schon mal? Ja. Wir waren doch hier schon. Gerade eben. Ja, da kommen auch schon wieder die Häuser. Wir dachten ja, es wäre jetzt da auf der rechten Seite, da war ein Café, aber ein anderes Café und jetzt fahren wir weiter. Direkt vor der B76 soll es sein. Okay. Auf der rechten Seite. Eben, als ich alle gefragt hatte, ist das das Café, da haben alle gesagt, nein, nein, das ist das nicht. Das war das, was du gefragt hast? Nein, früher schon bei der Einladung, als wir gekriegt haben, habe ich gefragt, ist das so, das, was man direkt von der Straße sehen kann und dann alle in einem Chor, nein, das ist es nicht. Ich habe nichts gesagt dazu. Oh mein Gott. Und jetzt ist das bestimmt doch. Kiki, ne? Die Kretze. Also wir haben es immer noch nicht gefunden. Ja, hier sind doch schon mal Autos. Da sind schon mal Autos. Vielleicht ist es das? Ich glaube, ich habe die schon eben gesehen. Echt? Hast du die schon gesehen? Sind wir schon da? Also, ich sehe schon die Autos, oder? Das ist genau das, was ich von Anfang an gesagt hatte, was ich dachte, was es ist. Und alle haben gesagt, nein, das ist es nicht. Da ist es sogar, steht sogar, oh mein Gott. Endlich. Ich habe das nicht gesagt. Also, das war wirklich viel dabei. Wir haben es jetzt gefunden hier. Da. Ich bin jetzt schon so ein bisschen gepestet. Ja, und ich finde das Allerschlimmste ist wirklich, ich habe die alle gefragt, Mensch, an der B76 da, dieses Haus da, das ist es. Ja, und gesagt, alle, nein, das ist es nicht. Der wusste ja selber nicht. Und jetzt ist es das doch. Das ist echt so. Gehen wir mal rein hier und dann gucken wir mal. Wir sind auf jeden Fall schon mal die Letzten. Hier ist Brüderchen mit Geburtstag. Genau, das ist Adams Bruder, aber ich glaube, den kennt ihr schon. Du kannst aber nachrechnen. 56. Nee, falsch. 57. Oh nee, das wäre ja was. Bisschen jünger bin ich schon, auch wenn ich so alt aussehe. Er hat das gleiche Problem wie ich. Wir sind halt schon alt. Ist so, ne? Wir arbeiten gut auf die Rente. Noch ein Autogramm, ne? Was trinkst du da jetzt? Das sieht toll aus. Irgendwas mit Früchten, ne? Wasser? Mit Früchten. Hier ist das leckere Buffet. Hey, die haben... Die haben schon alle aufgehört zu essen. Ich brauche Cluster. Hast du dir tatsächlich den Finger gesäbelt? Genau die gleiche Stelle wieder. Beim Brötchen aufschneiden? Ja, ist abgerutscht mit dem Messer. Beim Brötchen aufschneiden den Finger abgeschnitten? Schnucki. Lass mal kurz. Ich habe kein Pflaster. Ja, ich muss fragen, ob sie hier ein Pflaster hat. Es ist jetzt 13 Uhr, wir sind fertig, wir haben ganz lecker gegessen, ganz toll geschnackt mit den ganzen. So, die Kinder hören jetzt gerade Musik. Genau, wie immer. Genau, und jetzt geht's auch nach Hause. Genau. Weil Max bekommt Besuch. Erstmal müssen wir tanken. Genau, nachdem wir hier das ganze Benzin verbraucht haben. Ja, wir haben sogar 8,5 Grad draußen und die Sonne scheint. Du kannst auch vielleicht ein bisschen spazieren gehen. Oder auf die Terrasse legen. Auf die Terrasse legen. Reichweite 35 Kilometer steht da noch. Ja, also wir kommen noch 35 Kilometer mit unserem Tank. Locker. Das ist die Skyline von Kiel mit den Hobolzwerken da hinten und dem Wasserturm. Ja, mehr ist es auch nicht. Das hast du aber gut erklärt. Der Rest ist super. Oh, Reichweite 40 Kilometer. Wenn wir so weiterfahren, ist der Tank bald voll. Wie geht denn sowas? Er hat gerade gezeigt 35 die ganze Zeit und jetzt kommen wir sogar 40 Kilometer mit unserer Tankfüllung. Das ist ein Tourrad. Damit muss man an die Tanke fahren, um Benzin abzugeben. Genau. Um sich was zu holen. Papa, wie sind auf einmal 40? Weiß nicht. Wissen wir nicht. Wenn wir nicht zu schnell fahren, das brechen wir die ganze Zeit oder nicht. Wir fahren doch gar nicht so schnell. Juhu, und wir haben es geschafft bis zur Tankstelle. Gerade noch bis vor die Zapfsäule gerollt. Mussten wir noch schieben. Gerollt, genau. So. Jetzt müssen wir mal tanken. So, ich würde mal sagen, wir tanken jetzt und dann geht's auch dann schon nach Hause. Und das war's dann auch mit meinem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe hier serviert und auch mit meinem Blut. Tschüss. Tschüss. Ja, du sagst auch mal tschüss. Ciao. 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 Und ich gehe mal auftanken. Ja, nochmal. Tschüss. Tschüss.